Ob Gemüsecurry oder Hafermilch-Cappuccino, im Konstanzer Café Vogelhaus gibt es das zum Mitnehmen, aber nicht mehr im Wegwerfgeschirr, seit langem schon. Bitte schön. Hauptsächlich aus ökologischer Sicht haben wir uns einfach schon vor Jahren dafür entschieden, sowohl mit Recap für unsere Getränke als auch mit Weggläsern, mit Schönwertigen für unsere Speisen. Klar, man muss sie spülen, aber ein wirklich größerer Aufwand ist meiner Meinung nach eigentlich nicht da und selbst wenn, lohnt sich's auf jeden Fall. Ab Januar gilt das für alle größeren Gastrobetriebe auch in Konstanz. Das Ziel, Müll vermeiden durch wiederverwertbare To-Go-Becher und Schüsseln. Mehrweg-Alternativpflicht ab 2023 bedeutet, dass ein Mehrwegsystem in der Gastronomie ab einer gewissen Größe angeboten werden muss. Dieses Mehrwegsystem darf nicht teurer sein als ein mögliches Einwegsystem und es muss sichtbar beworben werden. So, glaube ich, kann man das zusammenfassen. In Konstanz nutzen allein 40 Cafés, Bäckereien und Restaurants in der Innenstadt dasselbe Pfandsystem jetzt schon. Der Becher kostet 1 Euro Pfand, die Schüssel 5. Beim Umstieg auf Mehrweg unterstützt die Stadt die Gastrobetriebe finanziell. Der Stadt Konstanz ist das Thema Abfallvermeidung und Umweltumrisse und Ressourcenschutz schon lange wichtig. Und darin gibt es schon länger die Mehrwegförderung für die Gastronomie. Es konnten nämlich Betriebe, die sich schon unabhängig von der Mehrweg-Alternativpflicht früher für die Einführung von einem Pfandsystem von Mehrwegbehältnissen entschieden haben, eine Förderung bei der Stadt beantragen und wurden damit unterstützt. Die Hälfte der Kosten für Pfandgeschirr, maximal 250 Euro, kann ein Betrieb von der Stadt erhalten. Außerdem verleihen die Entsorgungsbetriebe ein Spülmobil. Wir haben im Spülmobil 2 Spülmaschinen. Diese hier ist die große für Teller und Besteck, also für Essen. Ganz einfach zuzumachen. Und dann haben wir noch eine 2. Spülmaschine für Gläser vor allem. Da können auch unsere Mehrwegbecher rein. Wer eine große Party plant, kann es haben gegen Gebühr. Das Spülmobil ist für jedermann da. Wir als Entsorgungsbetriebe stellen es für Vereine oder private Feierlichkeiten bereit, damit das Einwegverbot, was bei Veranstaltungen auf öffentlichem Grund in Konstanz gilt, auch gut umgesetzt werden kann. Wie viele Konstanzer Gastrobetriebe den Zuschuss zum Umstieg auf Mehrweg in Anspruch nehmen, steht noch nicht fest. In der Stadt hofft man, dass die Neuregelung bald Wirkung zeigt. Je mehr Mehrwegsysteme eingesetzt werden, beziehungsweise Mehrwegverpackungen eingesetzt werden, desto weniger Müll gibt es im öffentlichen Raum. Und Mülleimer könnten künftig so leer bleiben wie dieser.